Hallo Leute, mein Name ist das Sebi von ZirkelP und ich spiele heute mal wieder ein neues Spiel. Es nennt sich 8-Bit Armies. Am 22. April 2016 ist das Ganze erschienen und ja, also es ist nicht ganz so lang her. Was geht es da? Es ist so ein kleines taktisches Shooter-Spiel in so einer wirklich kleinen süßen Würfelwelt, kann man sagen. Wie gesagt, ich kenne mich null aus. Ich habe es vor kurzem gerade eben gekauft auf Steam und ich dachte mir, komm Sebi, zockst du mal einfach und nimmst du dabei auf. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze weitergeht. Ich würde sagen, spielen wir einfach mal Kampagne. Wächter können wir nicht spielen, da brauchen wir aber das DLC anscheinend. Aber das hier, Abtrünnige, da machen wir mal. Tutorial, ich würde sagen, wir spielen mal das Tutorial, weil ich kenne mich null aus, Leute. Also, wäre cool. So. Willkommen, Commander. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Basis errichten und Truppen für die Schlacht ausbilden können. Gehen wir auf weiter. Raffinerie und Ressourcen. Alle Dinge, die Sie bauen können, finden Sie auf der rechten Bildschirmseite. Ah, okay, hier. Zuerst sollten Sie eine Raffinerie bauen. Links klicken Sie auf die Schaltfläche Raffinerie, um ein Doppelbild der Raffinerie zu erhalten. Und links klicken Sie, um sie neben Ihr Hauptquartier zu platzieren. Wenn Sie versuchen, die Raffinerie zu weit entfernt zu platzieren, wird sie rot eingefärbt und kann nicht platziert werden. Alles klar, das ist... wie cool. Pass auf, wir bauen das nochmal ganz so hin. Ich weiß nicht, was... Raffinerie und Ressourcen. Objekte in 8-Bit Armies verbrauchen während ihrer Produktion über die Zeit Ressourcen. Denken Sie daran, dass Sie Gebäude neben jedem Gebäude platzieren können, dass Sie bereits auf der Karte... dass sie bereits auf der Karte platziert haben. Ah, ja. Gute Arbeit. Ihre Raffinerie wird einen Sammler aussenden, um für sie Ressourcen zu sammeln und diese zurückzubringen, damit sie mehr Geld erhalten, das sie ausgeben können. Ah, hier ist dieser Truck. Der ist da hingefahren. Cool. Bauen wir als nächstes eine Kaserne, um Infanterie auszubilden. Wählen Sie die Kaserne im Baumenü aus und links klicken Sie, um sie neben einem ihrer Gebäude zu platzieren. Okay, also das hier. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier so. Constructing. Kasernen werden verwendet, um Infanterieeinheiten auszubilden. Durch den Bau mehrerer Kasernen wird die Ausbildung ihrer Infanterie beschleunigt. Alles klar. Barracks complete. Alles klar, das haben wir geschafft. Okay, bilden wir ein paar Truppen aus. Links klicken Sie auf den Reiter auf der rechten Seite, der wie ein Panzer aussieht. Aha. Dadurch wird auf das Einheitenfeld gewechselt. Dann machen wir mal. Ach, wie cool. Infanterie. Dann schauen wir mal. Links klicken Sie auf die Schaltfläche MG Infanterie, um einen Infanteristen auszubilden. Dann machen wir mal. Das kann man ein bisschen. Also seht ihr, es ist also Minecraft-mäßig, kann man jetzt eigentlich fast sagen. So richtig kleines. Lego passt, glaube ich, besser dazu. So. Ah. Gute Arbeit. MG-Infanterie ist nützlich, um gegnerische Infanterie zu zerstören und auch für den automatischen Beschuss von Gebäuden mit Granaten. Links klicken Sie noch viermal auf die Infanterie-Schaltfläche, um Ihre Armee zu vergrößern. Viermal, 1, 2, 3, 4. Jawohl. Aber es ist cool, das ist ja wirklich echt süß gemacht. Ah, hier sind sie dann. Hier sind, haben wir schon drei. Jetzt kommt der vierte und jetzt noch der fünfte. Der letzte ist auch noch gearbeitet. Genau, jetzt ist er fertig. Gute Arbeit. Wählen Sie Ihre Truppen aus und greifen Sie das gegnerische Hauptquartier an. Sie können Ihre Einheit einzeln per Linksklick auswählen und mit einem Rechtsklick den Zielort angeben, an den Sie sich bewegen sollen. Sie können alternativ ein Rechteck um Ihre Einheit ziehen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, während Sie ein Rechteck um die gesamte Gruppe ziehen. So. Versuchen Sie, Ihre Infanterie zur Pfeilmarkierung bewegen. Alles klar, machen wir mal. Und dann noch Rechtsklick. Man kann nicht hinzoomen. Schade. Das sieht so süß aus. Kampagnenmissionen, Ziele. So, großartig. Das Missionsziel-Schnittstelle listet alle Ihre Ziele auf eine Kampagne-Mission. Die Bronze-Stern-Ziels erforderlich ist, um die Mission und den Sperren der nächsten Kampagne-Mission abzuschließen. Die Silber- und Goldsterne-Bonus-Ziele sind optional.
und können zusätzlich Belohnungen auf Normal- und Schwerschwierigkeit zu verdienen und abgeschlossen sein. Einige kleine Bonusziele zu hart sein, die erste Zeit in Anspruch nehmen und sie müssen zurückzukommen, nachdem sie in Regeln einhalten, zu sehen, weitere Belohnungen haben. Alles klar, das ist das perfekte Deutsch, was ich je gelesen habe. Einige kleine Bonusziele zu hart sein, die erste Zeit in Anspruch und sie müssen zurückzukommen, nachdem sie in Regeln. Ah, okay. Die Kamera. Ja, also es ist ein Wieso gemacht, ne? Kennen wir. So, Angriff. Gute Arbeit. Wählen Sie jetzt Ihre Truppen aus und klicken Sie rechtsklick auf das gegnerische Hauptquartier. Und das machen wir jetzt auch. Und wir können jetzt hinzoomen. Ach, ich glaube, die schießen mehr so. Was sind das? So Granaten? Ach, ist das süß. Also hier sieht man auch die Lebensanzeige vom Hauptquartier. Und Kadebum, Erfolg! Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Sie sind nun bereit für Ihre erste Mission. Wenn Sie Hilfe benötigen, klicken Sie auf das Technologiebaum-Symbol oben dort links. Da. Finden Sie weitere nützliche Informationen. Viel Erfolg. Ich bedanke mich. Mission complete. Yeah. Victory! A winner is you. Cool. Das ist doch cool. ZockLP. Alles klar. Dann machen wir mal das hier. Grüner Mann. So. Da unsere Kommandanten gefallen sind, sind sie nun Befehlshaber. Wir sind fast erledigt. Wir können sie bald nur noch mit Stein bewerfen. Was uns geblieben ist, steht ihnen zur Verfügung. Wenn sie ihr Hauptquartier zerstören können, werden wir etwas durchatmen können. Achten Sie auf Nachschubkisten. Keine Ahnung, was sich darin befindet, doch es könnte von Nutzen sein. Denken Sie daran, dass Sie nur von der Infanterie geborgen werden können. Alles klar. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal die Mission. Und legen los. Operation Green Man. Und hier auf Deutsch natürlich grüner Mann. Ne? Was hat man anders nicht erwartet? Zerstören Sie das gegnerische Hauptquartier. Und dann beginnen wir los. Das ist unseres, ne? Das ist unseres. Das ist... keine Ahnung. Ah, das ist, glaube ich, das. Okay, pass auf. Erstmal bauen wir hier wieder so eine Ressource. Dann brauchen wir eine Kaserne. Also wenn das fertig ist, brauchen wir eine Kaserne fertig. Wir haben einen Mann. Wie kann der dann hinfahren? Hier kann der eine hinfahren, wenn das jetzt fertig ist. So. Ich würde sagen, bauen wir gleich die Kaserne. Kann man die umdrehen? Oh, nein. Das. Ach, wie cool. EWA. Okay, man kann hier so schnell auswählen auch. Pass auf, mal hier unsere Kaserne hin. Und dann würde ich sagen, bevor wir dann die Einheiten ausbilden, bilden wir noch dieses Kraftwerk aus. So, Kraftwerk. Barracks complete. Mehrere Fabriken. Durch den Bau mehrerer Fabriken derselben Typs werden Einheiten schneller produziert. Interessant. Aber wir bauen trotzdem mal ein Kraftwerk. Constructing. Und können dann mal hier ein paar Truppen ausbilden. 5 Stück. So, wenn das jetzt fertig ist, was ist das? Hauptquartier. Ach, das haben wir schon, oder was? Oder ist es, kann man jetzt nochmal bauen? Okay, gut, dann haben wir das. Dann bauen wir nur mal das hier. Ja, constructing. Constructing. Ah, jetzt fällt er auch hier hoch. Sehr cool. Ist das der Gegner hier? Wo ist denn der Gegner eigentlich? Sieht aus dem Flugplatz, ne? Okay, pass auf, ist jetzt egal. Wo sind hier unsere Truppen? Pass auf, die stationieren wir mal alle hier hin. Und bauen hier mal weiter aus. Ach, können wir gerade nicht. Wie? Ach, die ist noch gerade im Baum. Das geht immer noch gerade. Aber den bauen wir noch. So. Na komm.
das schon hier hin. Ey, ist voll cool. Vor allem die Schatten, ne? Also die Schatten sind auch gut gemacht. So, wo fährt jetzt der hin? Der fährt jetzt, kann er da rüberfahren? Ne, kann er nicht rüberfahren, oder? Okay, tatsächlich kann ich drüber fahren. Oh, da ist eine Mission. Da ist eine Kiste. Ich würde sagen, du kriegst den Auftrag, dorthin zu gehen. Ist irgendwo noch eine Kiste hier? Nirgends, ne? Oh, doch, hier eine. Dann gehst du nochmal dahin. So, jetzt wird es interessant. Was macht der jetzt? Infantry Crate. Kisten. Mysteriöse Kisten beinhalten eine Überraschung, können nur durch die Infanterie geöffnet werden. Seien Sie vorsichtig, manche Kisten können gefährlich sein. Na toll. Oh, es sind neue Truppen. Cool, das ist cool. Und was hat der da drüben? Auch neue Truppen. Perfekt. So kommen sie natürlich die ganzen Infanteristen sparen. So, es ist auch gleich fertig. Ist auch gleich fertig gebaut. Da haben wir schon den ersten neuen. Refinery complete. Naja, ist nicht komplett. Ja, ja, ist schon mal klar. So, machen wir jetzt gleich nochmal einen hin. Ja, constructing. Dieses Pupsgeräusch war nur, weil das ging nicht, halt so hinzubauen, weil es noch überschnitten hat mit den anderen. Das ist echt süß. Okay, haben wir noch hier irgendwelche Truhen? Ist der, mich wundert nur gerade, wo ist der Feind, ne? Also. Das erinnert mich gerade halt richtig. Wo ist denn der Feind? Zerstören Sie das genische Hauptquartier. Warte mal, hier. Wo ist das gegnerische Hauptquartier? Da drüben, glaube ich. Und wie wollen wir da rüber kommen? Ich bräuchte doch eher einen Helikopter oder sowas. Refinery complete. Pass auf, dann machen wir noch hier erstmal unseren. Constructing. Also anscheinend ist dann doch hier unser Ziel hier drüben. Okay, verkaufen, reparieren brauchen wir noch nicht. Also hier drüben wird irgendwo der Feind sein. Oh, ich tue mal schnell weg. So. Nur die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ne, schau mal an, ist über Lava. Pass auf, du komm mal her und gehst du mal darüber. Ich möchte mal wissen, was passiert. Vielleicht können die rüberspringen. Oder er bleibt wirklich davor stehen und sagt, er kann nicht rüber. Oh! Alles klar, also die können. Power plant complete. Ganz normal rüberlaufen, oder was? Interessante Sache. Constructing. Okay, jetzt haben wir schon mal irgendwas gebaut. Wir sind neue Truppen fertig. Der nächste ist auch fertig. Barracks complete. Und man merkt schon wirklich, wie schnell die Truppen jetzt nur ausgebildet werden. Echt cool. Constructing. So, einmal darüber noch. Der nächste kommt auch. Und dann würde ich sagen, war's das? Sehen wir vielleicht noch eine Missionskiste? Ist irgendwie noch irgendeine Kiste? Nö, gerade nicht. Okay, pass auf. Einmal. Na komm, geh noch mit. Power plant complete. Und du bleibst mal da, weil wer weiß. Ich würde sagen, wir rücken jetzt mal vor. Was ist das? Das sieht aus, als könnte man es zerstören, aber bringt das uns jetzt was?
Pass auf, ich rück es mal bis dahin vor. Und wir werden hier noch unsere paar Einheiten ausbilden. Und hier nochmal so ein Gebäude bauen. Constructing. Okay. Ja, auf den Haufen hier, mal wegen der Refinery. Nice Schritt. Schaut's mal. Infantry Crate. Jetzt hast du diese Stirn hier. Bringt das uns was? Ich glaube nicht, ne? Pass auf, wir rücken jetzt mal vor bis zum Ziel hin. Und die rücken mal hier bis hier nach. Und dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Cut. Wenn ihr wissen wollt, wie die erste Mission weitergeht, dann schaltet in der nächsten Folge mal ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß. Und ich zocke jetzt mal weiter noch. Boah, das ist genial.